Jo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Lasst gerne jetzt schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich habe mir wieder ein geiles Rezept für euch ausgedacht und dann fangen wir an. Let's go. So, wir kommen zu den Zutaten. Wir brauchen 200 Gramm Rindertatar, 4 Eier, so ein Leitkäse, gerieben am besten, eine Paprika, Olivenöl, um das Ganze anzubraten, Salz, Pfeffer und ein bisschen Chili-Knoblauch. Das müsst ihr nicht nehmen, ihr könnt auch Paprika edelsüß nehmen oder sowas. Läuft auch super. Also, ihr seht schon, das wird heute ein geiles Omelett. Ich glaube 65, 70 Gramm Eiweiß, super Sache, Low Carb. Also, erstmal schlagen wir die Eier rein. Eier zerschlagen, würzen das hier mit Salz, Pfeffer, ein bisschen Chili-Knoblauch. So, das kann jetzt erstmal hier an der Seite warten. Jetzt kommen wir zum Hackfleisch, etwas Olivenöl rein. Bis das hier warm wird, schneide ich schon mal hier die Paprika. Schön waschen die Paprika, ganz wichtig. Paprika jetzt einfach in kleine Stücke, kleine Würfel schneiden. Jetzt packen wir schon mal das Rindertatar rein. Schön klein machen. Könnt ihr euch auch gerne Zwiebeln dazu machen. Oder ein bisschen Tomate rein. Also da ist eure Wahl, freie Wahl, wie ihr Bock habt. Ich bin euch ehrlich, ich hatte keine Tomaten mehr da. So schmeckt es auf jeden Fall auch sehr gut. Packen wir auch noch schon mal die Paprikas rein. Guck mal, ihr seht schon, es wird eine riesen Menge. Werdet ihr auf jeden Fall schön satt davon. Eiweiß sättigt ja viel und eure Gains werden euch auf jeden Fall danken dafür. So genau, jetzt lassen wir das bisschen durchköcheln, dass die Paprikas auch ganz bisschen leicht durch werden. Ein bisschen bissfeste Paprika, nicht geiler. Können wir jetzt auch schon mal ein bisschen salzen. Pfeffer, hier auch ein bisschen Knoblauch. Die ganze Mahlzeit hat um die 650 Kalorien. Also super Sache, könnt ihr im Aufbau essen. In der Diät ist so ein Allrounder-Ding. Ihr könnt euch dazu auch gerne, könnt ihr das gerne dann auch auf dem Toast machen, ein bisschen rauf, ein bisschen Toast oder Maiswaffeln. Genau. Passt auch super zu Reis oder sowas, weil es eigentlich auch sehr herzhaft ist. Also das ist wirklich so ein Allrounder-Ding. Könnt ihr auch zum Frühstück essen, Mittagessen, Abendessen, wie ihr wollt. Eier geht immer. So, ist durch. Jetzt kommen die Eier rein. Drauf, dass die komplette Fläche mit Ei auch ist. Ein bisschen runterdrehen. Jetzt muss das Ei schön ziehen. Immer wieder mal so an den Seiten ein bisschen antasten, dass es an dem Rand nicht kleben bleibt, dass die Masse schön durchkommt. Wir warten noch hier bis in der Mitte, auch dass Sachen auch ein bisschen durch sind. Und dann kommt am Ende schon noch der Käse rauf. Und gleich wird es noch ein bisschen schwer. Aber kriegen wir auch noch hin. Wenn ihr das jetzt duften könntet, unglaublich. Macht es auf jeden Fall nach, Leute. Ihr seht, wie einfach es geht. Man braucht wenig Zutaten. Und eure Gains werden euch auf jeden Fall dafür danken. Eine super Sportlermahlzeit. Bis Frühstück, Mittagessen, Abendessen, wann auch immer. Jetzt kommen wir zum Käse. Ganz wichtig, Leute. Guck mal, den Käse nur auf eine Hälfte. Eine Hälfte verteilen, so viel ihr wollt, da braucht man nicht sparen. Jetzt kommt der schwierige Part, jetzt müssen wir das nur hinkriegen, das zu klappen. Hier die Seite macht schon ein bisschen, mut schon ein bisschen rum. So, 1, 2, 3. Vielleicht kriegt ihr es besser hin. Ich habe ein bisschen jetzt hier reingekackt, aber wir warten jetzt nur noch, bis der Käse ein bisschen durch ist. Das war nichts mit dem Wender, aber schmecken wird es trotzdem. So, ich mache es schon mal aus. Der Käse ist auch schon
durch in der Mitte. Ist komplett zerfallen. Okay, Leute, ich muss es jetzt irgendwie retten. Wahrscheinlich sieht es jetzt nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ihr könnt ja mir gerne dann bei Instagram eure Bilder schicken, wie es bei euch aussieht. Hopp. Hopp. So, Leute. Das ist es. Wir sind hier nicht beim Fake-Fernsehen. Ihr seht, es kann auch so passieren. Es sieht auch so aus. Wir sind hier, wir täuschen hier nichts an. Trotzdem wird es geil schmecken. Es schmeckt auch geil. Ich mach's ja immer wieder. Macht's gerne nach. Würde ich mich sehr freuen. Markiert mich auch gerne in den Instagram-Stories, wenn ihr das Rezept nachgemacht habt. Oder schickt mir die Bilder, wie ihr es besser angerichtet habt. Und genau, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Rezept wieder. Haut rein, los. Bro, auch wenn es ein bisschen angebrannt ist, hier mit Ketchup, der Käse. Es sieht vielleicht optisch nicht so geil aus, aber was ist dein Fazit, Bro? Sei mir ehrlich. Schmeckt richtig lecker, richtig gut. Was sagst du zu den Leuten, die sollen es unbedingt nachmachen, wa? Unbedingt nachmachen. Formen, wie es aussieht, scheißegal. Weil die Zutaten, die Kombination da, schon mal ein richtig geiles Frühstück. Jetzt so auch nach dem Training. Geil.